Dwight D. Eisenhower hat einmal gesagt, der Krieg ist eine Sache, bei der sich Millionen Menschen, die sich nicht kennen, umbringen, auf Befehl einiger, die sich gut kennen, aber nicht umbringen. Herzlich willkommen zu unserem Kamingespräch, ohne Kamin, aber mit Wein und guten Gästen. Es ist die erste Sendung des heurigen Jahres. Leider Gottes haben wir natürlich ein bisschen ein trauriges Thema aus aktuellem Anlass. Mein Eingangszitat von Eisenhower sagt schon, es wird sich heute eher um den Krieg handeln, aber insbesondere um eine gewisse Kriegspropagandawelle, die zur Kriegsbegeisterung der Bürger der USA für eine Eskalation im Ukraine-Konflikt sorgen sollte und die einen neuen Höhepunkt in den Publikationen für die Eliten erreicht. Und über diese Kriegspropaganda und deren historische Wurzeln spreche ich heute mit dem ehemaligen Offizier der Bundeswehr, dem Publizisten und Buchautoren Wolfgang Effenberger. Guten Abend, Herr Effenberger, danke fürs Kommen. Ja, guten Abend, Herr Bachheimer, danke für die Einladung zu dem Kamingespräch. Ich möchte noch vorwegschicken, ich möchte mich ausdrücklich bei Peter Denk bedanken, weil beim Denk-Kongress haben der Herr Effenberger und ich uns kennengelernt. Wir waren beide Redner und wir haben bemerkt, dass wir dass sich unsere Themen ein wenig überlappen. Ich habe über die Geldhistorie ein bisschen gesprochen und der Herr Effenberger ist natürlich bekannt dafür, dass er sich mit Geschichte oder mit den historischen Wurzeln der Jetztzeit befasst. Herr Effenberger, was haben wir heute zu erwarten, beziehungsweise welche historischen Wurzeln erkennen Sie im Moment, die jetzt ihre Früchte tragen? Ja, also zunächst mal, für mich war es auch verblüffend, Sie da beim Peter-Denk-Kongress kennenzulernen. Sie haben vor mir gesprochen und ich habe nach Ihnen gesprochen. Und ich war selber verblüfft, die Überschneidung, die beide da waren, ohne dass wir das abgesprochen haben, aus völlig unterschiedlichen Aspekten. Und völlig klar, meine, so weit hergeholt ist das auch nicht. Wenn wir von Krieg sprechen, dann hängt das seit Menschengedenken immer mit Geld zusammen. Wer sind die Geldgeber der Macht? Ja. Wer finanziert diesen Krieg oder diese Kriege? Die Frage stellt sich immer, und wir kommen heute auch noch drauf, das ist das ewige Thema und das erleben wir jetzt ja auch in der Ukraine. Also es geht immer nur ums Geld letztendlich. So, und da sind wir eigentlich auch schon bei unserem gemeinsamen Thema Krieg und Geld letztendlich. Das ist einfach nicht zu trennen. Ja, und ich beobachte ja seit dem 24. Februar letzten Jahres die Entwicklung im Osten der Ukraine oder in der Ukraine selbst mit äußerst traurigen Gefühlen auch, obwohl jemand, der sich mit Geopolitik beschäftigt, eigentlich da nüchtern daran gehen sollte. Aber ich sehe nur das unendliche Leid auf allen Seiten. Dieses Leid, das ja nicht mit dem 24. Februar begonnen hat. Und am 24. Februar 2022 hat es auch keine Zeitenwende gegeben, wie der deutsche Kanzler Olaf Scholz ja und immer wieder gern behauptet, sondern die Zeitenwende, die hat es gegeben, und zwar 1999 mit dem völkerrechtswidrigen Angriff der NATO auf Serbien. Hier wurde Serbien 78 Tage und Nächte aus der Luft angegriffen, und zwar ohne UN-Mandat. Das war ein völkerrechtswidriger Krieg, der bis heute nicht aufgearbeitet wird. Und seit 1999... Darf ich da kurz einhaken? Ja. Es gibt ja viele Menschen, auch in meinem näheren Umfeld, die sagen, ja, die EU und Europa konnte diesen Krieg nicht klären und es war gut, dass die NATO da eingefahren ist. Wie kann man diesen Argumenten entgegnen? Das ist relativ einfach zu ergeben, weil es hier ausschließlich um geopolitische Zielsetzungen geht. Ausschließlich. Und das begann eigentlich, ja, wir können eigentlich ganz weit zurückgehen. Wir können zurückgehen nach dem Kriegsende 1945,
als dann 1949 im April die NATO gegründet wurde und dann nur ein paar Monate später, nämlich am 19. Dezember 1949, die USA den Kriegsplan Dropshot verabschieden. Das war der umfassende Angriff auf die Sowjetunion, unter Einsatz von über 300 Atombomben und so weiter. Also die Sowjetunion sollte zertrümmert werden. Und das hat dann 1907, und zwar in der Präambel dieses Kriegsplanes steht, 1957 hat die Sowjetunion oder einer ihrer Satelliten uns einen Krieg aufgezwungen. Da stand da 49 in der Präambel dieses Kriegsplanes. So, und das kam 57 dazu, weil die Sowjetunion erstmals in der gesamten Technikentwicklung den Amerikanern voraus waren. Sie hatten nämlich einen Satelliten um den Planeten kreisen, den Sputnik, und damit war dem Pentagon nicht klar, was kann der alles. Und dann wurden die Kriegspläne zunächst einmal zurückgestellt. Aber die wiederholten sich dann, wiederholt beim dritten Mal 1983 oder Anfang der 80er Jahre mit der Aufstellung der Pershing 2 und mit den angedrohten Enthauptungsschlägen durch Reagan hat dann Gorbatschow die weiße Fahne gehisst. So, und so sind wir an diesen Kriegen vorbeigekommen. Aber diese Kriege waren geplant seit 1945 und ich denke, sie werden weiter oder dieser Krieg weiter zielstrebig verfolgt. Und was wir so erleben seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991, geht es zielstrebig in diese Richtung. Russland muss zerstört werden. Das ist das große Ziel. Und wir haben ja auch die entsprechenden Strategiepläne der USA. Die wurden ja ständig erweitert. Also wir haben mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion haben wir eine neue Verteidigungsdoktrin und zwar die Wolfowitz-Doktrin, die sogenannte Wolfowitz-Doktrin, also die neue Verteidigungsplanung für die USA gezimmert hat, und zwar mit diesen unipolaren Zielsetzungen, formuliere ich das jetzt einmal so einfach, so salopp. Ja. Das erste Ergebnis dieser neuen Planung von Wolfowitz, dem späteren Präsidenten der Weltbank, sind wir wieder beim Geld, war 1994 die Vorschrift TRADOC 525-5. Das heißt Training and Doctrine Command. Und dieses Training and Doctrine Command ist eine Teilstreitkraft sowie Heer, Luftwaffe, Marine. Mit dem Vier-Sterne-General. Mhm. Die machen diese Langzeitstrategien, die dann diese anderen Teilstreitkräfte umzusetzen haben und auf sich vorzubereiten haben. Und in der von 1994, da wird da drin, werden die definiert die zwei Dekaden der Transition. Und die beiden Phasen der Transition sind vorgegeben, wie sie umzusetzen sind. Und zwar umzusetzen, okay, also als Vorschrift für die anderen Teilstreitkräfte, Heer, Luftwaffe, Marine, umzusetzen mittels Aufruhr, beginnend Aufruhr, Krise, Konflikt, Krieg. Und diese Schritte haben wir dann von 1994 bis 2014 bei den ganzen farbigen Revolutionen in Libyen, in Syrien, überall haben wir das, Irak, haben wir das verfolgen können. Es wurde wirklich perfekt umgesetzt. Und seit 2014 haben wir das Nachfolgepapier, das heißt TRADOC 525-3-1, und zwar überschrieben, und jetzt wird es wirklich interessant, dem Maidan ist das gemacht worden, When in a Complex World 2020 bis 2040. So, und wir haben jetzt 2023 und ich muss sagen, der Einstieg in diesen Krieg ist den Vereinigten Staaten perfekt gelungen.
Sie sind in einer Win-Win-Situation. Darf ich jetzt noch kurz einhaken? Ja. Diese Doktrin, wo findet das der Laie oder finden das nur Sie als ehemaliger Bundeswehroffizier? Nein, oder nein. Ist das auch veröffentlicht? Also, das ist ja das Phänomenale. Also, Sie finden es eigentlich, wenn Sie googeln und das eingeben, finden Sie eigentlich nur meine Artikel letztendlich. Aber wenn ich das finde im Pentagon und das offen zugänglich ist, könnte es jeder andere Interessierte auf dieser Welt lesen. Nur eingehen. Threadog 525-3-1 und so weiter. Da können Sie das Pamphlet sogar runterladen. Also es ist einsehbar. Es ist einsehbar. Mit allen Figuren, die da gemalt werden, zum Beispiel bei dem Papier von 1994, da haben die neu eingeführt die Operations Azazel War. Operations Azazel War. Und haben wir drei, wie die Olympischen Ringe auch abgespeckt, einen Ring oben, der sich mit zwei unteren Ringen verschneidet. Sie haben alle drei eine gemeinsame Schnittmenge. Der obere Ring, also der obere Kreis, ist Operations Azazel War. Das beginnt ganz oben mit friedensbildenden Maßnahmen. Um einen limitierten Krieg zu kommen oder in den General War. Also mit friedensbildenden Maßnahmen. Und 1994, als das gemacht worden, diese Vorschrift, wurden auch die Peacekeeping Operations eingeführt. Also es wurden andere Länder eingeladen, die also nicht NATO-Mitglieder, hier mitzumachen. Das war einfach genial. Und dann geht das weiter, also mit diesen Peacekeeping-Maßnahmen oder Hilfsmaßnahmen bei irgendwelchen Katastrophenfällen. Also das ganze Abrüstungsmaßnahmen, das ganze positive Bündel, wo jeder sagen kann oder sagen muss sogar, da bin ich dabei. Aber letztendlich über die Geheimdienste so dirigiert, dass ihre Leute da reinkommen, um subversiv in den entsprechenden Regionen tätig zu werden. Und das seit 1994. Und sie brüsten sich auch damit, dass sie damit sehr erfolgreich waren. Rest hat merken es bis heute nicht. Aber diese Übersicht kann man sich anschauen, die kann man nachlesen. Und es macht anscheinend keiner. Wir werden das noch einmal einblenden. Eine Frage habe ich noch dazu. Also 94 Wolfowitz verstehe ich, aber 2014 war ja Wolfowitz schon aus den Rennen, zumindest aus den geostrategischen Rennen. Gibt es da einen Hauptprojektleiter, der 2014 dann die Tradoc neue Bestimmungen durchgezogen hat? Oder, ja, das war oder der General ist der Perkins, namentlich ein nicht bekannt? General, ein Vier-Sterne-General Perkins, völlig unauffälliger Mann. Wie gesagt, nicht Win in a Complex World 2020 bis 2040. Aber das ist dann ja nicht einmal alles, weil im November von wurde im US-Kongress die Resolution 758 verabschiedet. Und diese Resolution 758, die ist ja noch viel heftiger als alles andere. Die Resolution 758. Sieh mal schon, habe ich jetzt hier nicht auf die Schnelle griffbereit. Also diese Resolution 758. Ich mach mal gucken, wir haben doch nichts. Na, tut mir leid, finde ich jetzt nicht. Da geht es darum, dass das Repräsentantenhaus bzw. US-Kongress, dass sie den amerikanischen Präsidenten bevollmächtigt haben, Krieg gegen Russland führen. Und zwar um die Ukraine. Die Souveränität der Ukraine wieder instand zu setzen. Also alle Maßnahmen, der Präsident wird aufgefordert, alles zu unternehmen, alles vorzubereiten, alles zu machen, um die der Ukraine die Souveränität zurückzugeben. So, und und über diesen. Eine Zwischenfrage, aber okay. Ja, sehr gut. Fahren Sie fort.
Ja, das ist es, ja, genau. Okay. Wunderbar. Also, das geht darum, und der amerikanische Spitzenpolitiker Ron Paul hat an dem Tag dazu geschrieben, dass das eines der übelsten Gesetze sei oder das übelste Gesetz überhaupt, das in den USA jemals verabschiedet worden ist, Ron Paul. Weil das wäre eine Kriegserklärung, die in keinster Weise begründet sei und so weiter. Also, das muss man alles in diesem Zusammenhang sehen. Und Chosudowski hat sich auch entsprechend dahin geäußert. Also, wie gesagt, äußerst heftig. Und aber wie gesagt, in unseren Medien bis heute, ich weiß nicht, nirgendwo thematisiert. Also es liegt in der Schublade und der amerikanische Präsident wäre sogar aufgefordert, davon Gebrauch zu machen. Macht er bisher nicht. Können wir rätseln, warum nicht? Ja klar, weil jetzt die US-Bevölkerung mit Sicherheit nicht bereit ist, jetzt da in einen umfassenden Krieg einzusteigen. Das war ja im Ersten Weltkrieg nicht der Fall, im Zweiten ja auch nicht, wenn wir bedenken, im Ersten Weltkrieg 1914 haben die USA ja erstmal übers ganze Jahr verteilt, sind sie in Mexiko eingefallen, haben da Städte besetzt, waren also da engagiert, sag mal, und dann hat man natürlich schön liefern können. Militärgüter ohne auf den europäischen Kriegsschauplatz. Das versprach natürlich enorme Gewinne. So. Und erst 1917, also nach 3 Jahren Krieg, sind die ersten amerikanischen Soldaten hier in Europa auf dem Kriegsschauplatz erschienen. Und erst 1918, als sie dann schon 2 Millionen Mann stark waren, haben sie dann in die Kämpfe eingegriffen. Also sehr spät und im Zweiten Weltkrieg ja nicht anders. Am Tag des deutschen Einmarsches in Polen, am 1. September 1939, hat Präsident Roosevelt den Brigadegeneral Catlett Marshall zum Vereinigten Generalstabschef gemacht. Da muss man wissen, dass dieser Catlett Marshall, das war ein Offizier ohne tiefere Offizierausbildung, ein Offizier, der keine Verbände geführt hatte. Er hat sich im Ersten Weltkrieg damit hervorgetan, dass er also in der Logistik, gerade was die Verschiffung der amerikanischen Truppen, da hat er sich soweit einen Namen gemacht als Logistiker, aber als junger Offizier. Und dann war er bei dem New Deal Projekt dabei, also bei dem amerikanischen Arbeitsdienst. Da hat er sich auch engagiert und ist da Roosevelt aufgefallen und hat dann schon recht früh, als Roosevelt Präsident wurde, ihn mit Kriegsplänen, also eigentlich eher ein Autodidakt, militärischer Laie, kein West Point, keine Offizierausbildung, keine Generalstabsausbildung, aber er hat Kriegspläne entwickelt und Roosevelt war davon durchaus angetan und hat ihn dann tatsächlich zum Chef des Kriegsplanungsamtes gemacht. Schon 1936. Mhm. So. Und 39, mit dem Tag des Deutschen war, hatte ihn diesen jungen Brigadegeneral ohne großartige militärische Ausbildung an allen anderen renommierten Generälen vorbei zum Generalstabschef gemacht. Und das war jetzt ein rein politischer General, der genau aus seinem Herrn aus den Augen abgelesen hat, was er eigentlich möchte. Also so ähnlich wie es in Berlin ja auch war mit den beiden Herren Jodl und Keitel. Also auch politische Generäle, mehr oder weniger. Also anscheinend braucht das die Politik. Und wenn wir jetzt sehen, dass wir im Bundeskanzleramt auch wieder Generäle sitzen haben, dann verheißt das meiner Ansicht nach auch nicht unbedingt Gutes. Also das zu dieser Entwicklung. Und dann hat es ja erst gedauert, 1941 im Dezember, als dann Japan die USA angriffen, obwohl das nicht ganz richtig ist. Es wird zwar die USA wurden angegriffen, aber die Japaner haben die Marinebasis in Pearl Harbor angegriffen. Das haben die Amerikaner zwar 1898 annektiert, dieses Pearl Harbor, aber es war zu dem Zeitpunkt kein amerikanisches Staatsgebiet. Und damit auch dieser Angriff erfolgte, weil die Flottenführung unter Admiral Yamamoto hatte den strikten Befehl, bei Aufklärung durch die USA
sofort umzukehren. Sofort. Und das haben die Amerikaner gewusst. Sie kannten den japanischen Purple Code und wussten, dass dieser Befehl da ist, dass sie sofort umdrehen. Was wurde gemacht? Auch dank Marshall, Catlett Marshall, dem Generalstabschef, wurde dann auf Hawaii die Aufklärung reduziert. Es durfte im Norden nicht mehr aufgeklärt werden, sondern nur noch im Süden. So, damit diese Gefahr der Entdeckung einfach nicht mehr gegeben war. Also, nein, also was. Man hat einfach weggeschaut. Ja, 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 also, und dann waren sie im Krieg. Und vorher auch natürlich die Japaner mit den Sanktionen so geknebelt, dass die keine andere Lösung mehr sahen, obwohl sie versucht haben zu verhandeln. Also eine ganz üble Geschichte, aber auch hier wieder lange gewartet, langer Kriegsverlauf in anderen Regionen, auf anderen Kontinenten, bis man dann tatsächlich eingreifen konnte. Und das wird jetzt nicht viel anders sein, denke ich einmal. Der Krieg in der Ukraine ist ja nichts anderes als ein Stellvertreterkrieg. Der läuft jetzt da bald ins erste Jahr. Die jungen Menschen oder auch die Bevölkerung leidet. Die jungen Soldaten bluten, aber das gilt natürlich auch für die russischen Soldaten. Und ich muss sagen, da bin ich Soldat genug, um für beide Seiten ein Mitgefühl zu entwickeln. Ich halte das, weil der Krieg, ich halte ihn für völlig überflüssig, für völlig unnötig und nicht dem Frieden dient hier in Europa. Also auch wenn wir die Geschichte der Ukraine nehmen, die Geschichte von Russland sehen, es ist ja eine Bevölkerung, die durchweg untereinander verwandt ist und dann eine gemeinsame Geschichte hat und dergleichen mehr. Und es blutet mir wirklich das Herz, wenn ich das Leid in der Ukraine sehe. Das zweitgrößte Land Europas mit unglaublichen Ressourcen, wenn wir sehen, nicht, was da alles produziert werden könnte, und einer Geschichte, die zum Teil hier geprägt ist durch das Heilige Römische Reich Deutscher Nation und zum anderen durch Russland. Und wenn wir denken, im Ersten Weltkrieg standen sich die Ukrainer auf beiden Seiten der Front und im Zweiten Weltkrieg, ja, zumindest aber mit Teileinheiten, wenn man denkt an die einige SS-Divisionen, ukrainische SS-Divisionen, die auf deutscher Seite gekämpft haben. Also es ist einfach sowas von traurig, meiner Ansicht nach. Und die Ukraine hätte ein unglaubliches Potenzial aus ihrer unterschiedlichen Geschichte, nämlich hier Einbindung in den Westen und zum anderen die Einbindung in das orthodoxe Russland, einen Brückenschlag, also einen europäischen Weg von Ost nach West. Und da will ich dem Frieden in Gesamteuropa sowas von dienlich sein. Und genau das Gegenteil passiert jetzt. Es wird, ich glaube, das, was da jetzt abläuft, was wir da zumindest mitbekommen, es wird eine Versöhnung in nächster Zeit kaum möglich sein. Und der Krieg wird ja weitergehen. Es wird einfach weitergehen und es wird dran verdient. Und wenn wir sehen, wer blutet, also den Blutzoll zahlen in erster Linie die Ukrainer, beinahe, dann natürlich auch die jungen Russen, dann hier Europa, Kerneuropa, vor allem auch Deutschland. Wir bringen das Geld auf. Wir bringen das Geld auf, damit die Ukrainer die Waffen in den USA bezahlen können. Also solange hier aus Europa das Geld noch abgezogen werden kann und in Richtung über den Atlantik fließen kann, wird das so einfach weitergehen, fürchte ich mal. Und das bedrückt mich einfach. Jetzt stellt sich mir aber noch eine Frage, wenn der Konflikt sich weitergeht, immer das Hinziehen der Amerikaner im Weltkrieg, das Hinziehen im Weltkrieg jetzt quasi in der Präambel, stellt sich die Frage, die Amerikaner selbst, die haben ja, das ist ja beim Problem, dass die Bevölkerung kein Interesse an der Ukraine-Krieg.
Finanzierung, dass es ja gewisse Medien gibt, die ja diesen Krieg in der Ukraine quasi vor. Ja, ja. Also das hat ja aber auch, wie gesagt, sie haben Zeit. Sie haben Zeit, können es abwarten, weil der Zeitrahmen dafür Win in a Complex World 2020 bis 2040. Also da ist noch, also für die planenden Strategen noch genug Zeit da. Aber wie gesagt, es muss die Bevölkerung langsam vorbereitet werden auf das, was noch kommt. Und ich denke auch, die USA haben in ihren Kriegsplanungen sich immer Zeit gelassen. Das Gleiche gilt aber auch für die russische Seite. Also wenn man da an die verschiedenen Kriege denkt, ob das jetzt 18 oder 12 war, wo die russischen Truppen sich bis hinter Moskau zurückgezogen haben oder dann auch im Zweiten Weltkrieg. Ich denke, die Russen spielen auch auf Zeit, die haben auch Zeit. Und das gilt für die Amerikaner natürlich auch besonders. Leidtragend, wer keine Zeit hat, das sind die Ukrainer. Denken die Menschen aus, ist gar keine Frage. Entweder sterben sie auf den Schlachtfeldern oder sie flüchten aus dem Land, was ja vollziehbar ist. Und wie gesagt, die Wirtschaft ist am Ende. Und dann, wie gesagt, die prekäre Versorgungslage, Energie, Lebensmittel und dergleichen mehr. Also es ist eine ganz fatale Situation für die Menschen in der Ukraine, denke ich einmal. Und diese Ukraine immer weiter zu beliefern und vor allem mit schweren Waffen zu beliefern, ich frage mich, wo das hinführen soll. Also was ist das für eine Ethik? Was ist das für eine Moral, wenn ich sage, die Freiheit des Westens wird in der Ukraine verteidigt und wir müssen ihnen jetzt Panzer schicken? Wie lange wollen wir Panzer Entschuldigung, Herr Effenberger. Entschuldigung, aber ihr habt ja schon Deutschland am Hindukusch verteidigt. Also da darf man die Amerikaner jetzt nicht sonderlich beschuldigen, weil Deutschland wird ja bekanntlich am Hindukusch verteidigt. Da bin ich heute noch böse auf euch. Nein, lieber Herr Bachheimer, da müssen Sie nicht böse sein. Ich habe es damals nicht verstanden. Wissen Sie, was ich da war ich ja noch, wann war das? Nee, da. Der Schab, Vorgänger von Schab irgendwas. Ja, da war ich ja auch kein Aktiver. Ich habe als Reserveoffizier 1989 meine letzte Übung gemacht. Aber trotzdem war ich sowas von verärgert. Ich hätte wirklich auf meiner Erfahrung, also ich war ja 12 Jahre aktiv und zu Wehrübung einberufen. Und zwar, ich habe mich eigentlich nie freiwillig gemeldet, ich wurde immer gezogen, weil ich habe mich natürlich auch immer, wenn man mir eine Kompanie oder mich als Stellvertreter eines Bataillons eingesetzt hat, ich hatte nur Reservisten, die haben alles gegeben, also habe ich auch alles gegeben, sondern wurde ich zwangsläufig immer wieder für die nächsten Übungen da einbefohlen. Aber bis 89. Mhm. Aber völlig undenkbar. Ich bin also in einer Bundeswehr sozialisiert worden. Ich habe also meine Offizierausbildung gemacht 1964 bis 67 oder hin. Und die Offiziere, die ich dann in Offizierschulen hatten, das waren im Großteil Wehrmachtsoffiziere, Ritterkreuzträger. Aber was für Menschen. Also die haben uns wirklich Ethik beigebracht. Die haben uns eingebläut, die Verhältnismäßigkeit der Mittel, den anderen Menschen zu achten und dergleichen mehr. All das, was es in der Bundeswehr nicht mehr gegeben hat. Denken Sie an den Angriff da auf die beiden Laster in Kunduz, die da im Schlamm stecken geblieben waren. Also völlig undenkbar. Für mich ein Kriegsverbrechen, so habe ich es gelernt. Weil hier die Verhältnismäßigkeit gegeben war bei diesem Angriff und so weiter, weil ja fast nur Zivilisten da um diese Benzintanker waren, die da Sprit abzapfen wollten. Also nochmal, ich habe das ganz anders gelernt und deswegen kam ich da nicht mit dem Strom. Also aus meiner Zeit, und das Grundgesetz hat es ja bei uns damals auch nicht hergegeben, auch nur an sowas zu denken, verstehen Sie? Also wenn wir das in der Offizier auch sowas mal formuliert hätten, ich glaube, da wäre ein Auto gekommen, da wären drei Männer drin gewesen mit so weißen Westen, die man hinten zubinden kann, von Sie. Und dann wäre man weg gewesen. Und zu Recht. Und zu Recht. Ja, völlig also, zu Recht. Ja. Und dass das jetzt von der Frau Baerbock wieder thematisiert wird, also
Und zwar mit einer Ernsthaftigkeit. Gut, ich will ihn, es ist die Sache, nein, hat keinen Sinn. Es macht mich einfach nur traurig. Also, nein, nein, es wird nicht. Die Menschen. Und ich kann hier in die Ukraine nicht bis zum letzten Ukrainer Panzer liefern. Das ist meiner Ansicht nach ethisch und moralisch ist das einfach nicht vertretbar. Also, wenn das so sein sollte, dass die Ukrainer den Westen, hier Westeuropa, vor den bösen Russen verteidigen oder Putin, wie auch immer, dann reicht es nicht aus, wenn ich da nur Waffen hinschicke. Nicht, das geht nicht. Also nein, und es geht sowieso nicht, meiner Ansicht nach, weil die Voraussetzungen für diesen Krieg für mich überhaupt nicht gegeben sind. Also, dieser Krieg wurde von langer Hand geplant. Wir haben, ja, das geht, es geht zurück seit 1945 oder 49 dann mit der NATO und mit dem Kriegsplan Dropshot. Und dann haben wir natürlich den Zusammenbruch der Sowjetunion, Auflösung des Warschauer Vertrages, der Warschauer Vertragsstaaten. Und dann, noch vorher, hatte der US-Präsident George Herbert Bush ja schon gesagt, dass sie jetzt hier am 11. September 1990 ja, auf in die neue Weltordnung, auf in die neue Weltordnung. Mhm. Da war das ja schon angedacht. Also, und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag. Und jetzt sind wir wieder bei dem auf dem Balkan. Das wurde natürlich aus der Leute, die diese Strategiepläne machen, schön kaschiert. Propaganda ist ganz wichtig, dass man sagt, ja, wir sind, oder der Westen selber auch, unsere Transatlantiker, wir sind dankbar, dass die Amerikaner gekommen sind und das da machen. Nein, das ist meiner Ansicht nach nur Camouflage, sondern es geht hier um ganz andere Bezüge. Es war von vornherein klar, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und wie gesagt auch mit der Wiedervereinigung Deutschlands. Ich habe gerade noch nachgelesen von der Condoleezza Rice. Die war ja Mitverhandlungspartnerin im Kreml, ebenso wie der Robert Gates auch, auf die kommen wir ja gleich noch. Dass Deutschland und vor allem Russland wollte nicht, dass Deutschland. Und auch deutsche Politiker haben das für sinnvoll erachtet und haben gesagt, wir müssen jetzt nicht mehr in der NATO sein, wir können neutral sein. Und da sagt die Condoleezza Rice völlig klar, völlig unmöglich, überhaupt gar keine Chance drin. Bei uns gab es nur den Plan A, nämlich Deutschland voll in der NATO. Einen Plan B hat es erst gar nicht gegeben. Und das mal zum Selbstbestimmungsrecht hier. Also, Deutschland hatte nie die Chance, selbst zu bestimmen, ob es in die NATO will oder ob es neutral werden möchte. Also das nur einmal zu den Optionen, die wir hatten. Also, und dann ging es weiter. Dann ging ja Schlag auf Schlag die NATO-Osterweiterung. Wenn wir sehen, dann mit dem Angriff auf Jugoslawien, mit dem völkerrechtswidrigen Angriff auf Jugoslawien, haben wir ja im März 1999 gleich die Aufnahme von Polen, Ungarn und der Tschechoslowakei gehabt, im Krieg, bei Kriegsbeginn, und eine neue NATO-Doktrin, ich glaube die MC-400, die besagte, dass die NATO von nun an kein UN-Mandat mehr benötigt für Interventionen. Sie mandatieren sich selbst über die UN hinweg. So, und das ist die Zeitenwende meiner Ansicht nach. Von da an haben wir nur völkerrechtswidrige Kriege seitens der NATO. Das ist der Bruch der Rechtsstaatlichkeit. Das ist der März 1999 mit der neuen NATO-Strategie. Also, und dann ging es darum, ja, wie gesagt, zunächst einmal dann Jugoslawien gegen Serbien, die Vertreibung in der Krajina, wir erinnern uns nicht, war aber natürlich im Westen kein Thema, weil es ja wurden ja nur die Serben vertrieben. Und dann natürlich dann der Krieg gegen Serbien 99. Nicht, wir wissen, dieses angebliche Massaker von Račak, das waren ein Dutzend gefallene UÇK-Kämpfer, die vorher eine serbische Miliz angegriffen haben und in den deutschen Medien
der Verteidigungsminister Scharping schwenkte da große Bilder herum und sagt, hier, da liegen da Dutzende Leichen in einem Bauernhof aufgestapelt, da hat es eine Massenhinrichtung gegeben und dergleichen. Und ich weiß, Willi Wimmer, mit dem ich ja auch dieses Profil der Kette Hasardeure geschrieben habe, der war der Vizepräsident der OSZE-Vollversammlung zu dem Zeitpunkt. Und er sagt, das hat es nicht gegeben. Der deutsche Brigadegeneral Lacroix war verantwortlich vor Ort und hat gesagt, wir haben das Gefecht beobachtet und wir haben dann die Leichen auf dem Feld eingesammelt, damit die nicht von den Füchsen angefressen werden, haben die in den Bauernhof gebracht. Und der hat Scharping, seinen Verteidigungsminister, daraufhin angesprochen mit dem Ergebnis der Entlassung. Also das nur mal zu dieser Entwicklung insgesamt. Also nein, das ist kein Ruhmesblatt, wirklich kein Ruhmesblatt. Und dann ging es wirklich darum, dass Serbien als verbliebenes sozialistisches Land auch noch mit China verwandelt war. Da musste dann im Krieg 99 ganz gezielt die chinesische Botschaft angegriffen werden. Zwei Angriffe. Nicht? Stealth-Bomber aus den USA, der erste Schlag. Und dann, wie im Zweiten Weltkrieg, nicht der erste Schlag mit Brandbomben und dann der nächste mit Splitterbomben, in der Hoffnung, dass da die serbische politische Führung da in die Botschaft, in die chinesische Botschaft einmal, um da zu kondolieren und auch noch da vernichtet werden könnte. Also das war die Planung zu diesem Zeitpunkt. Also und dann, wie gesagt, man hat nicht hinnehmen können, dass hier im rückwärtigen Raum der NATO ein sozialistisches Land ist, das auch noch mit China verbandelt ist. Das musste verschwinden. Und das war die Übung. Und dann ging ja die Erweiterung Schlag auf Schlag. Also wie gesagt, dann haben wir die Neokonservativen, auf die kommen wir ja gleich auch noch, um Wolfowitz herum oder Kagan, Robert Kagan und so weiter, die dann das Projekt of a New American Century auf den Weg gebracht haben. Also mit der Roadmap in ein neues Empire, wie es auch heißt. Und sie haben dann in ihrem Papier 99 geschrieben, dass die Veränderungen, die Sie planen, werden sehr langfristig sein. Es sei denn, es tritt ein katalysierendes Ereignis ein, ähnlich wie Pearl Harbor. Und das hatten wir dann 2001. Also, und dann nahm das Ganze natürlich erst richtig Fahrt auf. Und wenn wir dann sehen, dass 2001 am 11. September, am gleichen Tag oder ein paar Stunden später, wurde ja der Bündnisfall der NATO ausgerufen, den wir ja immer noch haben, Bündnisfall. Wir wissen aber gar nicht, wer der Bündnisgegner ist. Wir wissen es nicht. Mhm. Wer ist es eigentlich? Ist es noch Osama bin Laden? Aber den hat man ja schon liquidieren können. Ist es hier Al-Qaida? Oder wer mag es sein? Man weiß es nicht genau. Und wenn wir dann sehen, von den mutmaßlichen Attentätern, von den 19, kamen 15 aus Saudi-Arabien, der Rest aus anderen. Aber Afghanistan kam niemand. Niemand. Mhm. Aber nach 27 Tagen erfolgte der großflächige Angriff auf Afghanistan. Und jetzt nochmal zu dem Punkt von Rechtsstaatlichkeit und internationalem Recht. Wie ist das möglich, ohne irgendwelche Untersuchung ein Land zu überfallen und dann erst im August 2021 wieder daraus zu fliehen, was anderes war es ja nicht, und nur verbrannte Erde zu hinterlassen. Was ist das für eine Auffassung von Rechtsstaatlichkeit und internationalem Recht? Ich begreife es einfach nicht. So, also, und wenn wir das jetzt einmal vergleichen, jetzt sind wir in Österreich wieder Erster Weltkrieg, weil die beiden Artikel, auf die ich noch kommen möchte, da dreht sich es um den Ersten Weltkrieg. Und da haben wir im Ersten Weltkrieg am 20. Juni das Attentat auf das Thronfolger-Ehepaar. Und da müssen wir vorstellen, von der Sprengkraft, von der Dimension mit Sicherheit nicht anders, also das Thronfolgerpaar, das österreichisch-ungarische, nicht anders als die Twin Towers von New York, denke ich mal. Also kein großer Unterschied. So, und was passierte dann? Die Attentäter wurden, oder zumindest der Gavrilo Princip wurde verhaftet.
Und die österreichischen Ermittlungsbehörden konnten nachweisen, dass die Spur nach Belgrad führt. Ganz eindeutig, bis in die obersten Spitzen hinein. Und da machten sie ein Ultimatum. 10 Punkte. Und unter diesen Punkten unter anderem, dass österreichische Ermittlungsbeamte bei der Untersuchung dabei sein sollten. Das wurde abgelehnt, weil es die Souveränität Serbiens mit Füßen getreten hätte. Aber die Österreicher haben nur reagiert auf einen Vorfall in Ungarn. Da ist ein serbischer Diplomat ermordet worden. Und damals hatten die Serben verlangt, dass serbische Ermittlungsbeamte mit untersuchen. Und die Österreich-Ungarn haben zugesagt. Also nur noch mal. Aber damals, 14, war es nicht. Also das Ultimatum wurde abgewiesen. Und dann erklärte Österreich nach 30 Tagen den Krieg. Also ein ganz anderer Verlauf von der Rechtsstaatlichkeit, sage ich jetzt mal, als das, was hier in Afghanistan passiert ist nach 9/11. Und diese Leute, hochgebildet, ob das ein Robert Kagan ist, ob es eine Condoleezza Rice ist, ob das ein Robert Gates ist, die verneinen das. Sie geißeln das, was hier 1914 passiert ist und sehen den Balken im eigenen Auge nicht. Das ist auch ein Stück, was mich auch stückweise sehr, sehr traurig macht. Ich denke, das kann doch nicht sein. Gebildete Leute. Ich achte sie und denke, dass sie in der Lage sind, die Situation zu ergreifen, die Zusammenhänge zu erkennen und zu analysieren. Und sie machen genau das Gegenteil. Sie machen Kriegspropaganda. Verstehe ich nicht, wie ein Robert Gates jetzt mit 79 Jahren hier derartige Kriegspropaganda macht. Begreife ich einfach nicht. Also, aber jetzt sind wir, glaube ich, können wir jetzt mal zu den Artikeln kommen? Es geht ja um die Kriegspropaganda. Das wollte ich ja sagen, in welcher Form diese Kriegspropaganda jetzt vonstatten geht. Das war auch mein Einleitungstext. Man will ja offensichtlich die Bürger der USA wie immer kriegsbereit machen, weil die Bürger eigentlich ja nicht interessiert sind, weil es meistens nicht an ihrer Shelf passiert oder in ihrer Nation passiert, die Kriege der USA. Und deshalb würde uns interessieren, Ihre Meinung. Ich habe Ihren Aufsatz, muss ich ja zugestehen, zuvor gelesen, über die ganzen Machenschaften, die da in den USA anfangen, mit dem Council of Foreign Relations passiert. Und würden Sie das bitte unserem Publikum ein wenig erläutern, warum es jetzt, weil ich habe das verneint bis vor kurzem, dass es weltgefährlich wird, aber warum es wirklich gefährlich werden könnte. Den historischen Abzug hatten wir und jetzt kommen wir in die Gegenwart. Lieber Herr Bachheimer, also hier dieses Buch, Wiederkehr der Hasardeure, 2014 mit Philipp Wimmer. Und möchte ich nur zwei Sachen vorlesen, weil mich das einfach erschüttert, was da in diesen, was haben wir das, 14, 6, 8, im 9. Jahr, es ist im Neujahr. Also im Vorwort haben wir geschrieben, Willi Wimmer und ich. Ich muss immer noch die Brille aufsetzen. Ist doch so. Das Alter macht sich bemerkbar. Ne? Ich habe sie immer auf. Ne? Also. ich brauche sie nur beim Lesen. Denn die gleichen Kreise, die vor 100 Jahren nationale Konflikte für ihre Interessen instrumentalisierten, sind heute wieder am Werk. Wieder wird bedenkenlos gepokert und dabei billigend die Gefahr eines Weltkriegs und damit neues, unermessliches Leid in Kauf genommen. Washington is pushing the crisis toward war, schrieb Reagans ehemaliger Vizefinanzminister Paul Craig Roberts am 15. April 2014. Und der streitbare Link ist, Noam Chomsky rät den Bürgern demokratischer Gesellschaften angesichts der weltweiten Aktivitäten der amerikanischen Geheimdienste und ihrer Angriffe auf die Demokratie, sie sollen, ich zitiere, Kurse für geistige Selbstverteidigung besuchen, um sich gegen Manipulation und Kontrolle wehren zu können. Das ist doch mal eine Aussage, oder? Kann man ja nur zustimmen. Ja, so. Die habe ich schon mal gehört auch. Was bei uns auch komplett fehlt, ist die Intellektuellen hätten die Verantwortung, Sagen und Lügen aufzudecken. Und da haben wir ja natürlich große Defizite, sowohl in Österreich wie auch in Deutschland, denke ich mal. In Amerika mit Sicherheit absolut. Auch. So, und jetzt nochmal, das war also im Vorwort und dann hinten zum Schluss, zum Ausblick, da haben wir also Visionen vom Frieden, dich. Und da schreiben wir, im Jahr 2014, 100 Jahre nach dem Auftakt zur Urkatastrophe auf den Schlachtfeldern von
schlagen die Kriegstrommeln noch lauter als 1914. Die Mahnungen und Warnungen ehemaliger US-Politiker, von Ron Paul bis Robert Gates, da hat er das noch gemacht 2014, mhm, und gleich werde ich uns vorlesen. Von einer außer Kontrolle geratenen US-Außenpolitik scheinen vergessen. Den Bankrott vor Augen schickt US-Präsident Barack Obama trotzig weitere US-Basen vor die Türschwellen Chinas und Russlands. Und all das im Namen einer neuen Weltordnung. So, und das ist jetzt seit 2014 massiv weitergemacht worden. Massiv. Und läuft im Moment auch gerade weiter. So. Und nun hat dieses in der, das ist eine 2-Monats-Ausgabe, jetzt Januar, Februar 2023 vom Council on Foreign Affairs. Das ist nach dem Ersten Weltkrieg gegründet worden von dem Präsidentenberater Colonel House und Alfred Milner und so weiter. Und die haben eine Hauspostille, die heißt da Foreign Affairs, also ein 2-Monats-Magazin. Und da dürfen auserwählte Leute dürfen da schreiben. Und in diesem Council on Foreign Affairs gibt es 4.500 Mitglieder, und zwar alles hochkarätigste Politiker, Wirtschaftler, Militärs und dazu 250 Unternehmen auch noch. So, und da dürfen dann natürlich die Leute das schreiben, was außenpolitisch erwünscht ist. Und in der jetzigen Ausgabe war der erste Artikel, mit dem ich mich hier beschäftigt habe, war der von Robert Kagan. Kagan? Von Robert Kagan. So, habe ich jetzt was hingetan? Den hatte ich doch gerade hier noch, oder muss ich mal hinschauen? Nein, hier ist er nicht. Das macht aber jetzt auch nichts. So. Robert Kagan hat also in der Ausgabe Anfang 2023, muss ich doch wieder aufsetzen. In seinem Artikel eine freie Welt, wenn man sie behalten kann, die US-Kriege des 20. und 21. Jahrhunderts quasi, ich meine, ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen, aber es läuft darauf hinaus, als quasi Weltbeglückungskriege dargestellt. Also Kriege, die die USA geführt haben in diesen beiden Jahrhunderten, ausschließlich aus altruistischen Gründen, um den Menschen Frieden, Demokratie, Liberalität und was ich, also alles zu bringen, mehr oder weniger. Und Robert Kagan, dieser Neokonservative, ist der Ehemann von Victoria Nuland, die wir ja kennen, die Diplomatin im Fuck US EU. Ja, genau, muss ich das hier nicht mehr bringen. So, und er ist auch persönlicher Freund des jetzigen Außenministers Anthony Blinken. So. Und da sehen wir eigentlich auch schon wohin der Weg geht. Kagan führt da drin aus, in seinem Artikel, dass Amerikaner nach Ausbruch des Krieges im August 2014 entschlossen waren, sich aus der europäischen Krise herauszuhalten, nur um 3 Jahre später Millionen von Soldaten in den Ersten Weltkrieg zu schicken. Somit beginnt er seinen Artikel, und ich halte das ja auch für äußerst geschickt, weil man sagt, wenn wir da nicht relativ schnell was machen, in 3 Jahren müssen wir Millionen schicken. In 3 Jahren Millionen. Und wenn wir jetzt in diesem Jahr und im nächsten Jahr, dann ist das viel weniger. Also der Einstieg ist schon sehr elegant und geschmeidig gewählt, meiner Ansicht nach. Und so zieht sich das dann natürlich durch den gesamten Artikel. So, und da meine ich natürlich, das Heraushalten der Amerikaner damals wie heute, war sicherlich der Wunsch wiegenden US-amerikanischen Bevölkerung. Der Kriegseintritt jedoch das Werk einer kleinen, einflussreichen Geldelite, deren Anleihen an die Entente sonst wertlos geworden wäre. So, das habe ich jetzt hier geschrieben, und daraufhin habe ich eine Mail von einem internationalen Banker. Und dieser internationale Banker
hat mir dann geschrieben, also nochmal, bei Kriegseintritt am 6. April 1917 die Wall Street, oder ich dachte JP Morgan, die Bank von JP Morgan, 2300 Millionen oder hatten die Entente bei JP Morgan 2300 Millionen Dollar. Kredit. Das muss man heute vielleicht doch mal mit drei Nullen vergrößern, weil es inzwischen eine andere Dimension ist. Das ist über 100 Jahre her. Aber das muss damals eine unvorstellbare, gigantische Summe gewesen sein. So, und Deutschland hatte zu dem Zeitpunkt 27 Millionen. Also die neutralen USA, 2300 für die Entente, 27 für Deutschland. Und das waren natürlich dann auch in erster Linie die jüdischen Banken, die deutsch-jüdischen Banken, die auch Deutschland geholfen haben. Soweit. Und das andere waren die christlichen Banken, muss man einfach mal auch so sagen dürfen, mehr oder weniger. So, und ich habe da also geschrieben, dass ich davon immer ausgegangen bin, dass das der Grund war, weil mir war klar, ich bin kein Banker, aber mir bei der Summe damals, und Großbritannien hätte den Krieg verloren. Die hätten nicht zurückzahlen können. Der wäre die JP Morgan, die Wall Street wäre implodiert. Ganz einfach. Und damit das nicht passieren durfte, der Krieg. So war ich es bis vor einer Woche auch, war ich überzeugt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie perfide eine gewisse Elite in den USA damals schon die Weichen gestellt hatte. Nämlich, und da schreibt mir dieser Banker, und der sagt es auch, es ging relativ früh schon darum, um die Zerstörung Deutschlands und Österreichs. Also, das war der Grund. Und dieses Geld, diese Darlehen, hat nicht JP Morgan, sondern die waren abgesichert von der amerikanischen Regierung ab 1916. So, und jetzt macht das kaufmännisch wieder Sinn. Aber das war nicht da. Aber, jetzt muss ich dazu sagen, das ist die These von diesem internationalen Banker. Er sagt selber, er hat keine Quellen. Das verwundert mich aber nicht, weil, habe ich das hier? Weil in diesem Büchlein habe ich das ausführlich geschildert, weshalb es keine Quellen gibt. Nachdem, ich muss das ausholen, um es zu verstehen, um den Ersten Weltkrieg zu verstehen. Der Erste Weltkrieg, beziehungsweise 1887 hat der Grund von Wales, Sohn von Queen Victoria, missratener Sohn, quasi einen Staatsstreich gegen seine Mutter gemacht und hat gesagt, die freundschaftlichen Bande nach Deutschland und Österreich müssen gekappt werden. Sein Vater war ja der Prinz von Coburg. Und dafür muss unser Jahrhundertfeind, Frankreich, muss jetzt unser Freund werden. Ich weiß nicht, ob das an den tollen Bordellen in Paris gelegen hat, die er gerne aufgesucht hat. Aber gut, nicht? Möchte ich jetzt nicht weiter verfolgen, aber könnte mit einem Ausschlag gewesen sein. So, und der hat dann im Oktober 1887 seinen Freund, den 15. Duke of Norfolk, an den Heiligen Stuhl geschickt nach Rom. Zum Papst Leo XIII. Und zwar muss man wissen, das englische Königshaus mit dem Papst nichts zu tun, ist protestantisch, aber die zweite Familie in England, die Dukes of Norfolk, treu, papsttreu bis zum geht nicht mehr. Das heißt, da hat man immer den Fuß auch beim Papst. Also hat er den hingeschickt und hat den Papst Leo überreden sollen, die schützende Hand von den gesalbten Häuptern Europa zu nehmen. Und sich dafür aber den revolutionären Republiken zu öffnen. Im März 88 kam dann aus Petersburg ein junger Diplomat, Alexander Iswolski, als Gesandter an den Heiligen Stuhl. Und der machte dann Kontakte über Kardinal Lefebvre und machte dann die kleine Entente mit Frankreich. So, das ist alles im Heiligen Stuhl passiert. Und dann ist 1906 Iswolski zurückbefohlen worden und wurde dann Außenminister.
bis 1910. Dann hat man ihn wieder zum Botschafter gemacht und zum Botschafter in Frankreich, weil er natürlich der Mann war, der die gesamten Kriegsvorbereitungen hier, Frankreich, Russland, in die entsprechenden Kanäle bringen konnte. Und dann zusammen haben wir dann die erweiterte Entente gehabt mit Russland. Nicht? Also das muss man in diesem Zusammenhang so sehen. Diese Kriegskoalition, wie wir sie 1914 gesehen haben, wurde am Heiligen Stuhl gemacht, unter Leo dem 13. Das ist so einmal die Entwicklung, wie sie hier gelaufen ist, mehr oder weniger. Und ich schreibe das ja auch und merke, wenn auch in Russland manche Artikel von mir durchaus mal vielleicht positiv gelesen werden, wenn ich das bringe, wie sich hier Russland hat im Ersten Weltkrieg, da instrumentalisieren lassen von Frankreich und England, dann ist das nicht mehr so lustig letztendlich. Aber ich denke, wenn wir aus der Vergangenheit lernen wollen, dann müssen wir auch schonungslos der Vergangenheit ins Auge schauen, sonst macht das ja keinen Sinn, mehr oder weniger. Also das zu dieser Entwicklung von der neuen Kriegskonstellation. Parallel dazu begann 1899 der Burenkrieg. Desaströs bis zum Gehtnichtmehr, ganz schlimm. So. Und der dauerte 1902, da starb die Queen Victoria und da wurde Edward dann König. So. Und damit, 1904, wurde das Committee of Imperial Defense gegründet. Und dieses Committee of Imperial Defense, das war sowas von geheim. Das heißt also, der Leiter dieses Committee of Imperial Defense, das war immer der Premierminister und kein anderer wusste das. Und er hat nur bestimmt, wer dazukommt und sonst niemand. Es gab keine schriftlichen Unterlagen, wirklich keine. Und das Parlament hat auch nichts gewusst. Die wurden hingehalten. Also da haben wir die Marineabteilung, die stark war, die dann später auch die Blockade gegen Deutschland vorbereitet hat, und zwar ab 1907. Perfekt wissenschaftlich bis zum geht nicht mehr die Blockade Deutschlands, so unter dem Lord Hanke. Dann haben wir das Expeditionskorps, 160.000 Mann für Frankreich. Also die Briten, die sonst eigentlich ja kaum ein Expeditionsheer aufstellen, selbst für die Franzosen und für den Krieg gegen Deutschland in Belgien eingesetzt, 160.000 Mann. Und die waren am 5. August einsatzbereit. Und zwar ohne Wissen des Parlaments. Es gab keine Befehle, es gab nichts. So, und deswegen konnten die sich auch hinstellen, und das machen ja auch viele bundesdeutsche Professoren, die sagen, ich habe in England studiert, ich war im Imperial War Museum, ich bin Fellow von weiß ich was, und sie haben mir großzügig alle Unterlagen gezeigt. Es gibt nichts, was darauf hinweist, dass sie einen Krieg vorbereitet haben. Klar, es gibt keine Unterlagen. So einfach ist das. So einfach ist das. Und das sind dann ja auch am 3. August 1914, als der Premierminister Esquisse sagte, was ist das, wir jetzt im Krieg und so weiter und was alles vorbereitet ist. Da haben die drei Minister, da wissen wir doch nichts davon. Und haben, wir können das nicht mittragen und sind einfach gegangen. Sie sind einfach gegangen. Und die anderen wollten auch schon gehen. Und da haben die gesagt, ja, also das musste geheim sein und so weiter. Wollt ihr, dass die französischen Häfen jetzt hier von den Deutschen kampflos übernommen werden? Ja, warum kampflos? Ja, wir haben mit der französischen Regierung abgemacht, dass sie seit 2 Monaten, wie auch immer, die gesamte französische Flotte in das Mittelmeer verlegt haben. Es gibt keinen Schutz mehr im Kanal. Also das haben dann die Briten übernehmen müssen. Also so war der Kriegsfall sofort gegeben und die anderen kamen aus der Nummer gar nicht mehr raus. Also das war wirklich alles geheim. Und jetzt schreibt mir der Banker, was habe ich hier? Und das macht mir Sinn, die These von ihm macht mir wirklich Sinn, weil das mit diesem Committee of Imperial Defense passt das sehr genau. Und ich habe, weil man hier eigentlich auch wenig findet, dieses Buch von dem Lord Hanke, dem Planer der Blockade,
ich habe das Originalbuch von ihm aus dem Jahr 1922. Und da finde ich das alles. Und der hat das alles ganz, ja, schonungslos niedergelegt. Aber es ist sonst nicht zugänglich, wie dem auch sei. Und deswegen kann ich mir vorstellen, weil dieses Expeditionsheer mit 160.000 Mann, da waren die Kaffeeausgabestellen in Belgien schon am 5. August festgelegt. Also die mussten, das musste ja bezahlt werden. Nicht? Das kostet alles Geld. Kriege kosten viel Geld. Also, wie ist es da hingekommen? So, und ich habe immer gedacht, mit den Darlehen von Pierpont Morgan. So, und jetzt schreibt er mir, dieser Banker, zu Beginn des Krieges 14 waren die Goldreserven des britischen Empire in die Vereinigten Staaten verbracht worden. Und ich schreibe, habe bislang keinen Hinweis dahingehend gesehen, der das Wie und Wann dieser Verbindung detailliert darstellt. Klar, das hat nicht mal die Regierung gewusst oder große Teile der Regierung. Mit diesen Goldreserven wurden die Waffen- und Verpflegungseinkäufe des britischen Reiches in den Vereinigten Staaten bezahlt. Ja, natürlich, nicht? Also das britische Reich musste schon zu Beginn des Krieges diese Waren aus Amerika einkaufen, da die heimische Produktion zur Kriegführung nicht ausreichte. Das sehen wir jetzt ja in der Ukraine genauso. Besagte Goldreserven gingen mit dem Ende des Jahres 15 zur Neige. Die Organisation des Waffeneinkaufs, Auftragsverteilung an Produzenten, Organisation und Lieferung und Bezahlung wurde durch ein Gremium in den USA vollzogen, an dessen Spitze sich die JP Morgan Bank befand. Da ab Ende des Jahres 15 die Bezahlung dieses Prozesses nicht mehr gewährleistet war, hatte das Britische Reich entweder den Krieg beenden müssen oder die Weiterführung der kriegswirtschaftlichen Belieferung seitens der USA wäre durch einen Kredit seitens der USA an das Britische Reich zu finanzieren gewesen. Für einen Banker ist in einer solchen Situation die zentrale Frage, kann davon ausgegangen werden, dass der Kapitalbetrag des Kredits zurückgezahlt wird? Die Antwort auf diese Frage war Ende 1950 eindeutig, nein, Ausrufezeichen. Die Devisen, das heißt Goldreserven, waren aufgebraucht. Ein erneutes Anhäufen von Goldreserven zur Kreditrückzahlung würde bedingen, dass das britische Reich den Krieg gewinnt und die militärische Situation Ende 15 sprach vielleicht zu 65% für einen Patt, 25% für einen Sieg der Axtmächte und 15% für einen Sieg der Alliierten, wenn überhaupt. So, für einen Banker bedeutet dies, der Kredit ist ein No-Go, ein Unding und jede halbwegs rationale Entscheidung im Hinblick auf die Kreditfrage hätte sein müssen. Nein, Ausrufezeichen. Trotzdem wurde der Kredit ausgezahlt. Es gibt im Grunde gar keine andere Möglichkeit, als davon auszugehen, dass bei der ersten Kreditauszahlung im Frühjahr 1916 sowohl das amerikanische Finanzministerium, das diese Auszahlung genehmigte, als auch die beteiligten Banken, Banker, Industriellen und deren Näcke schon im Frühjahr 16 mit Sicherheit davon ausgehen konnten, dass Amerika irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt in den Krieg eintreten wird. Lange vor der Ausrufung des uneingeschränkten U-Boot-Krieges, den man als Vorwand dann genommen hat. Amerika trat nicht in den Krieg ein. Ja? Darf ich nur hinzufügen jetzt? Also ich verstehe das dann so, dass die Amerikaner konnten sich in keinster Weise erlauben, dass Großbritannien den Krieg verlieren wird. Ja, genau. Aus eigenen finanziellen Interessen. Also ja. Das hat sich an meiner Analyse nicht geändert. Bloß wie gesagt, ja. Dass das nicht die Banker ausschließlich waren, sondern dass die Regierung involviert war. Und dann sagt er, Amerika okay. trat nicht in den Krieg ein, um die Kredite zurückzubekommen. Amerika vergab die Kredite, um das britische Reich erst finanziell und dann nach dem Zweiten Krieg auch politisch zu ersetzen und Deutschland als geopolitischen Spieler ausschalten. Jetzt macht das Ganze Sinn. Also jetzt bin ich auch wirklich dankbar, dass der sich bei mir gemeldet hat. Also eine unglaubliche Bereicherung, finde ich. Also, darf ich noch was hinzufügen? Ja, gerne. Sie werden ja das wissen, aber viele der Zuseher wissen das nicht. Aber ich habe mich jetzt erinnert daran, wie Sie da mit den Goldreserven gesprochen haben. Der Außenminister John Kerry, der US-Außenminister, hat ja 2014 die Goldreserven der Ukraine in Sicherheit gebracht. Ach, das wusste ich nicht. Also, wussten Sie das? Nein, das ja, aber das passt, das war auch in den,
Na, das passt. Das ist genau das gleiche Spiel. Nein, es ist nicht zum Lachen. Es ist wirklich nicht zum Lachen. Aber man muss sagen, ja, es ist Chapeau Clark, kann ich nur sagen. Perfektes Drehbuch. Perfekt. Militärisch, ja. Finanztechnisch, wirtschaftlich, oder? Perfekt. Ja, aber was haben wir jetzt daraus zu erwarten? Ja, dass es so weitergehen wird. Es geht weiter. Es geht weiter. Und geht das also wieder in einen großen Weltkrieg über? Das ist zu befürchten, ja. Das ist zu befürchten. Also Russland soll zerstört werden, gar keine Frage. Und China dann natürlich auch. Und wir haben das ja, also jetzt muss ich nochmal gucken, wo ich das habe. Einmal, einen Moment. Also, das fließt nicht, das muss ich immer ganz schnell mal gucken. Einen Moment. Ich werde inzwischen für die Zuschauer ein paar Vorstände des Council of Foreign Affairs vorlesen. Es war natürlich der Paul Wartburg, Otto Hermann Kahn, Alan Dulles, den kennen wir auch zur Genüge. Ja, und natürlich. Einen, den man nicht so gut kennt, Gründer der, und der Präsident der Weltbank, John McCloy. Der auch, ein Vordenker der US-Außenpolitik war. Aber jetzt kommt's, den werden auch alle Zuschauer kennen. Zbigniew Brzezinski war Vorsitzender des Council of Foreign Affairs. Ja. George Bush, aber der Vater natürlich, weil der Sohn war für US-Präsidentschaft klug genug, aber sicher nicht für die Foreign Affairs. US-Außenminister Henry Kissinger, Dick Cheney, und als letzter, den ich hier nenne, aber er war nicht der letzte Vorsitzende, natürlich der Herr George Soros war da dabei. Ja. Ich hoffe, Sie haben jetzt inzwischen das gefunden. Ja, ja. Also, wir haben, ich habe das ja schon erwähnt, diese Trade-off 525-3-1, Win in a Complex World, 2020 bis 2040, aus dem September 2014. Und wir haben jetzt im Oktober, genau, 27. Oktober 2022, eine Neuauflage, ja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, Neuauflage, eine Verschärfung, sagen wir mal eher, eine Verschärfung, etwas mehr Priel vielleicht. So, dieser neuen nationalen Verteidigungsstrategie vom 27. Oktober 2022. Also, Grundlage ist TRADOC 525-3-1 Win in a Complex World. Und da war noch so getrieben, die Streitkräfte haben sich darauf vorzubereiten, die Bedrohung durch Russland, China, Nordkorea, Iran und dann als letzter Stelle den Terrorismus abzuwehren. So stand das so grob drin, nicht? Also noch sehr euphemistisch einfach, nicht die Bedrohung abzu und so weiter. So, jetzt heißt es vom 27. Oktober, in der nationalen Sicherheitsstrategie werden vier oberste Verteidigungsprioritäten festgelegt. Erstens, Verteidigung des Heimatlandes angesichts der wachsenden multidisziplinären Bedrohung durch China, also China ganz oben. Zweitens, Abschreckung strategischer Angriffe gegen die Vereinigten Staaten, ihre Verbündeten und Partner. Drittens, durchzusetzen, wenn dies erforderlich ist. Wobei die von China ausgehende Herausforderung im indopazifischen Raum und die von Russland ausgehende Herausforderung in Europa Vorrang haben. Also das ist, finde ich, jetzt ganz relativ neu, nur ein paar Wochen alt. Aufbau eines widerstandsfähigen gesamten Streitkräfte- und Verteidigungsökosystems. Die nationale Sicherheitsstrategie bietet drei Möglichkeiten, diese Prioritäten voranzutreiben. Dazu gehören integrierte Abschreckung, Kampagnenführung, also Propaganda, was wir gleich noch machen mit dem, Propaganda und der Aufbau eines dauerhaften Vorteils. Was das für ein immer heißen mag, eines dauerhaften Nachteils. Das heißt also, ich muss die anderen einen dauerhaften Nachteil bekommen, nach Möglichkeit.
So, und da drin in dieser neuen Strategie ist, was in der alten noch nicht war, da ist jetzt die Nuklearstrategie eingearbeitet. Und das wird jetzt interessant. Und die neue Nuklearstrategie schließt explizit jeden Verzicht auf einen nuklearen Erstschlag aus. Steht so drin. 27. Oktober 2022. Wir bringen unsere Medien ja auch nicht. Sie bringen es ja auch nicht. So, und weiter. Ein solcher Verzicht, wie ihn etwa China erklärt hat, stelle für die Vereinigten Staaten, zitiere, ein inakzeptables Risiko dar. Ausdrücklich heißt es, die USA zögen den Einsatz nuklearer Waffen unter extremen Bedingungen in Betracht, falls ihre vitalen Interessen oder diejenigen ihrer Verbündeten und Partner bedroht sein. Also nicht nur die USA selbst, sondern ihrer Verbündeten und ihrer Partner. Also die Ukraine ist sicher ihr Partner. Und ich weiß nicht, wer noch alles die Partner sind. Dann kann dieses Ass gezogen werden. Dies kann demnach auch der Fall sein, wenn der Feind keinen nuklearen Angriff eingeleitet hat. Dabei gelte es nicht zuletzt, die nuklearen und die nicht-nuklearen Fähigkeiten und Konzepte der NATO in Zukunft enger zu verzahnen. Also diese erweiterte Verteidigungsstrategie oder Sicherheitsstrategie, einschließlich Nuklearstrategie, verheißt wirklich nichts Gutes. Und wir haben alles drin. Wir haben die Kampagnenführung und da sind wir jetzt hier noch einmal. Ich habe ja schon angefangen mit diesem Artikel davon von Kagan. Könnte ich jetzt ja auch gern weitermachen. Haben wir es gleich? Ja, bitte noch. Wir haben noch einige Minuten. Haben wir noch? Ja, da möchte ich noch ganz kurz. Haben wir noch. Ja? Es ist gerade spannend und wichtig. Ja, also wir haben gesagt, dass er die aus altruistischen Gründen geführt hat und dass Kagan also sich da hier auf den August 1914 hinweist. Mit dem Bild, dass man so lange gewartet hat, bis man dann Millionen von Soldaten schicken musste. Und das möchte natürlich niemand, also relativ zeitnah reagieren und so weiter. Also schon sehr geschickt gemacht, meiner Ansicht nach. Wie gesagt, die USA selber 1914 haben dann nach den Ölquellen in Mexiko gegriffen, haben da einige Häfen annektiert und dergleichen mehr. Deswegen waren die USA auch nicht in der Lage, hier gleich oder relativ früh auf dem europäischen Kriegsplatz zu erscheinen. So. Und der Kritiker Jeffrey Sachs, für ihn sitzen in der Regierung Biden dieselben Neokonservativen, die sich für die Kriege der USA in Serbien 99, Afghanistan 2001, Irak 2003, Syrien 2011 und Libyen 2011 stark gemacht und die den Einmarsch Russlands in die Ukraine provoziert haben. Also das sagt Jeffrey Sachs. So. Er sieht in der Erfolgsbilanz der Neokonservativen ein einziges Desaster und befürchtet, dass die Regierung Biden die Ukraine, die USA und die Europäische Union in ein weiteres geopolitisches Debakel steuert. Laut Sachs besagt das Credo der Neokonservativen, dass die USA in jeder Region der Welt die militärische Vormachtstellung innehaben und den aufstrebenden Regionalmächten entgegentreten müssen, die eines Tages die globale oder regionale Vorherrschaft der USA herausfordern könnten. Vor allem Russland und China. Und jetzt dreht sie, wir kommen immer wieder auf Russland und China. Zu diesem Zweck muss Eurasien mit Hunderten von Militärstützpunkten umgeben werden. Dazu müssen die USA jederzeit in der Lage sein, bei Bedarf Kriege nach Wahl zu führen. Kriege nach Wahl. Also nicht, das sind Kriege, die man einfach aus diesen altruistischen Gründen führen muss. Die Vereinten Nationen sollten von den USA nur dann genutzt werden, wenn dies für ihre Zwecke nützlich ist. Also sind wir wieder bei der neuen Strategie von 1999,
unabhängig von dem Sicherheitsrat. So, und wie dem auch sei, wir haben ja, wenn wir sehen, was hier in den letzten Jahren oder nach 2014 alles, wir haben die Resolution 758 bereits erwähnt, also diese vorbereitete Kriegserklärung an Russland. Dann 2017 das Gesetz zur Bekämpfung des russischen Einflusses in Europa und Eurasien. Das ist die Grundlage für alle Sanktionen letztendlich. Dann im April 2019 die Rhein Corporation, Russland überdehnen und aus dem Gleichgewicht bringen. Dann im Januar 2022 das Ukrainian Democracy Defense Land Lease Act, verabschiedet zwar am 24. April 2022, und so hieß es ja auch überall in den Medien, als Reaktion auf den Einmarsch in die Ukraine. Nein, in den Kongress gebracht ist es am 19. Januar, also 5 Wochen vorher. So, dann im Juni 2022, Decolonizing Russia, also auch ein Government-Papier, nicht wo, also Russland dekolonisiert werden soll, und zwar nach dem Lech Walesa, der gesagt, also Russland mindestens reduziert auf 50 Millionen Einwohner, und dazu müssen alle Völker der Welt aufstehen, um das umzusetzen. Ein Friedensnobelpreisträger im August 2022. Also, da muss man. Aber da darf ich, Entschuldigung, Herr Effenberger. Ja? Da darf ich noch hinzufügen: Der Lech Walesa zählt ja nur mehr in den Propagandamedien des Westens was. Wenn Sie einen durchschnittlichen Polen fragen, was er von Walesa hält, dann hören Sie auch die Wahrheit. Also, der ist in Polen unten durch. Ja, das ist mal erfreulich zu hören. Ja. Wirklich, weil keine Sau interessiert sich für diesen, sie hassen ihn. Ja, er ist ein Kriegstreiber. Ja, so. Und dann, wie gesagt, diese neue Verteidigungsstrategie, die ich dir gerade ja schon erwähnt habe. Das wäre zunächst einmal hier, was Kagan da sagt. Und aus Sicht Kagans haben sich die Vereinigten Staaten seit dem 24. Februar 2022 an einem Krieg gegen eine aggressive Großmacht in Europa beteiligt. Nee, also sag das offen. Eine aggressive Großmacht beteiligt, nicht nur als Partner. So. Und deswegen geht das auch weiter. Sie sind drin, wir sind in einem größeren Krieg. Es ist kein Regional- und es ist auch kein Stellvertreterkrieg mehr, meiner Ansicht nach. Das ist schon mehr. Beteiligt und versprochen, eine andere kleine demokratische Nation gegen eine autokratische Großmacht in Ostasien zu verteidigen. Die Amerikaner sehen die Welt jetzt als einen gefährlicheren Ort an, sagt er. So. Und das nicht zuletzt, weil Kagan im russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping verwerfliche Herrscher erkennt. Also die moralische Wertung von ihm. Das ist ja. Dieser kriegsverherrlichende und faktenverdrehende Blick von Kagan auf das 20. und 21. Jahrhundert US-Kriegsgeschichte erschien also Anfang 2023 in einem der renommiertesten US-Magazine und hat Signalwirkung. Eine Friedensbotschaft ist es natürlich nicht, schon eher die mentale Vorbereitung auf eine gefährliche Ausweitung des Ukraine-Krieges zu einer militärischen Auseinandersetzung zwischen NATO und Russland. Meiner Ansicht nach. So, und was haben wir denn da noch? Ja. Was soll man dazu noch sagen? Ja, da kann man einfach nur noch beten fast, würde ich sagen, ja. Weil aufklären, ich denke, es ist schwierig, nicht? Wir haben da, wie Odysseus da beim Schiff festgebunden, da ja alles, ne? Ich weiß es nicht. Das Einzige, was man vielleicht, Leute, sobald die erste Bombe fallen sollte, was wir nicht annehmen, nicht hoffen wollen, dann müssen wir einen Generalstreik ausrufen, wenn das so weit kommt. Also, wenn das tatsächlich passiert, dann bleibt letztendlich als Reißleine der zweite Fallschirm und dann Generalstreik. Mehr sehe ich nicht. Das wäre eine Möglichkeit. Und beten. So, und die
US-Politikerin oder die US-Politgestein, Urgesteine Condoleezza Rice und Robert Gates trommeln in der Washington Post gleichzeitig wie Kagan, mit ähnlichen Inhalten. Mit ähnlichen Inhalten, ja, für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, aber nach dem Motto: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also sie wollen keinen dritten Weltkrieg, aber sie wollen so viel Waffen reinliefern, wie, und zwar schnell und immer mehr und immer umfangreicher. Und, bringt das auf den Punkt, die Bradley-Schützenpanzer werden geliefert, ja, da werden auch die Ukrainer ausgebildet, aber die Abrams-Panzer, die sollte man nicht liefern, weil das doch logistischer Aufwand wäre. Da wären die Deutschen doch eher geeignet dazu, aufgrund der Nähe auch, Leoparden zu schicken. Also auch wieder geschickt den Krieg erstmal hier in die Länge ziehen und so weiter. Also, und auslagern. Und auslagern. So. Und der Artikel von denen war also so, von denen zu Kagans Fanfarenruf haben sie dann überschrieben, einen ähnlich heroisch gestimmten Kommentar: Die Zeit ist nicht auf der Seite der Ukraine zur Weltlage. Und das beschreiben sie richtig. Sie beschreiben den heroischen Kampf der Ukraine mit allem drum und dran, wie aber auch wie die Wirtschaft des Landes zertrümmert wird und so weiter und so weiter. Und das natürlich es nach umfassender Hilfe schreit. So, das ist das Ziel und dass Russland hier gestoppt werden muss. Und vielleicht noch einmal, vielleicht kann man sich auch den Artikel nachlesen in der Washington Post. Condoleezza Rice, das war ja einmal eine der mächtigsten Frauen der Welt. Sie ist ja nicht nur Professorin für Politikwissenschaften und Dekanin an der Stanford University, sondern sie war schon beim Vater Bush, die Russlandbeauftragte, perfekt russisch, fließend russisch sprechen, hat die deutsche Wiedervereinigung damit auf den Weg gebracht und so weiter. Das habe ich ja schon gebracht mit Einbindung Deutschlands in die NATO, dass es keinen Plan geben durfte, sondern und jetzt Deutschland auch kein Mitspracherecht hat, weil das nicht im amerikanischen Interesse lag. So. Im Frühjahr 2004 war schon der Münchner Helbig Verlag für das erste Buch in deutscher Sprache 2004. Man war zwischen Einfluss, diese Frau hatte, da war sie ja noch Sicherheitsberaterin, wurde dann ja erst Außerin. Das erste Buch in deutscher Sprache über die damals mächtigste Frau der Welt. Condoleezza Rice, die Frau an der Spitze der Macht. Eine Globalstrategin, Kriegerin und Superhirn. Als nationale Sicherheitsberaterin war Condoleezza Rice Sprache und Chefideologin des US-Präsidenten und steht George W. Bush so nah wie kaum ein anderer Politiker. Insider erkennen im Bush-Handeln immer wieder ihre Handschrift. Den Präventivkrieg gegen den Iran propagiert sie gegen die Kritiker in aller Welt. Und so weiter. Also, das ist klar, dass die diesen Artikel so mitgeschrieben hat, macht Sinn, hätte ich nicht anders erwartet. Und jetzt kommen wir zu Robert Gates, von dem ich das nicht erwartet hätte, wo ich wirklich verunsichert bin. Und vielleicht das nur. Weil der ja vor 9 Jahren anders geschrieben hat, ne? Ja, genau. Robert das Gates fasse ich jetzt einmal ganz kurz zusammen. Er hat also auch unglaubliche Abschlüsse, er ist ja promoviert da an der Georgetown University, das ist also Geopolitik vom Allerfeinsten, und zwar auch in sowjetischer und russischer Geschichte. Also jemand, der sich wirklich auskennt in russischer Geschichte und sowjetischer Geschichte. So, war er von 1991 bis 1993 leitete er als Direktor die CIA. In dieser Funktion arbeitete er in allen Deutschlands und die damalige Sowjetunion betreffen mit Condoleezza Rice eng zusammen. War auch in Moskau mit ihr. So. In seinem Anfang 2014 erschienenen Memoiren Duty geht er mit der von ihm damals mitverantwortenden Außenpolitik der USA hart ins Gericht und kritisiert die Arroganz, mit der die US-Elite Russland nach dem Zusammenbruch der UdSSR behandelt. Das hat er 2014 geschrieben und ich frage mich, was schreibt er 2023? Verstehen Sie? Begreife es einfach nicht. So, also es war einer von den amerikanischen Politikern, zu denen ich aufgeschaut habe. War er, muss ich sagen. Kann ich jetzt nicht mehr. So, und dann schreibt er nimmt sich dabei selbst nicht aus und beschreibt in seinem Buch Duty, wie er 1992 in einer beflaggten
Botschaftslimousine als Sieger durch das Kremltor gefahren ist. Also hat er sich darüber geschämt. Also spricht er für diese Person, nicht Robert Gates. So. 2014 empfand er als großen Fehler, dass viele der einzigen Mitgliedstaaten in die NATO integriert wurden. Dass gleich darauf in Rumänien und Bulgarien US-Basen eingerichtet wurden, bezeichnet er als Provokation, ebenso die Ignorierung der historischen Beziehung Russlands zu Serbien und nicht zuletzt den Versuch, Georgien und die Ukraine in die NATO zu bringen. Noch dazu, weil sie Wurzeln des Russischen Reiches bis nach Kiew zurückreichen. Darin sieht Gates sogar eine monumentale Provokation und fragt, ob die Europäer und die US-Amerikaner ihre Söhne und Töchter tatsächlich zur Verteidigung der Ukraine in den Krieg schicken würden. Also was für ein Wandel. Nicht? Und jetzt bereitet er das mal vorsichtig vor. So. Zu Beginn ihres Betonungen von Lisa Reiss und Robert Gates, dass sie beide mit Putin mehrfach zu tun hatten, und überzeugt sind, dass Putin die Zeit sei auf seiner Seite, und jetzt zitiere ich daraus, dass er die Ukraine zermürben kann und dass die Einigkeit und Unterstützung der USA auf Europas für die Ukraine schließlich erodieren und zerbrechen wird. Sicherlich werden die russische Wirtschaft und die Bevölkerung unter der Fortsetzung des Krieges leiden, aber die Russen haben schon viel Schlimmeres ertragen. So. Weiter, sollte Putin 23 nicht militärisch erfolgreich sein, auch ein interessanter Aspekt, wird er nach Meinung von Reiss und Gates, zitiere, die Kontrolle über Stellung in der Ost- und Südukraine behalten, die als Ausgangspunkt für erneute Offensive dienen können, um den Rest der ukrainischen Schwarzmeerküste einzunehmen, die gesamte Donbass-Region zu kontrollieren und dann nach Westen vorzurücken. Nach Westen. 8 Jahre liegen zwischen der Einnahme der Krim und dem Einmarsch Russlands vor fast einem Jahr. Zählen Sie darauf, dass Putin geduldig sein wird, um sein Ziel zu erreichen. Da glaube ich auch, da sehe ich, dass Sie, glaube ich, ihn schon recht gut studiert haben. Würde ich auch so einschätzen. So, für Reiss und Gates ist Wladimir Putin nach wie vor fest entschlossen, die gesamte Ukraine wieder unter russische Kontrolle zu bringen oder zu zerstören. Beide sind überzeugt, dass ein messianisch getriebener Putin das russische Reich wiederherstellen will. Gemäß der Aussage von Zbigniew Brzezinski, dass es kein russisches Reich ohne die Ukraine geben kann. So, das ist aus amerikanischer Sicht von diesen beiden. Also die beiden, die die russische Sprache sprechen, die das studiert haben und so weiter, da wundert man sich aber auch schon ein bisschen. Also ich wundere mich zumindest. So. Aber auch das, was Sie hier Putin vorwerfen, das Gleiche macht ja der Westen. Nämlich, aber auch das Ziel einer unipolaren US-Weltmacht geht nach dem britischen Geografen Halford Mackinder nur über die Ukraine. Also, da geht es, wenn wir von Weltmachtplänen sprechen, dann bitte von beiden. Wenn wir es Russland unterstellen, dann bitte das auch, was hier in den USA geplant ist. So, und Mackinder, vielleicht sollen wir es noch kurz machen, abreißen, aber noch? Ja, Mackinder ist sicher interessant für jene, die das nicht kennen. Bitte ja, machen wir den noch. Den machen wir noch und dann können wir es hin. So, Mackinder hatte Anfang des 20. Jahrhunderts die sogenannte Herzlandtheorie entwickelt. Wer Osteuropa, und zwar in dessen Zentrum liegt die Ukraine als zweitgrößtes Land Europas, beherrscht das Kernland. Wer das Kernland beherrscht, beherrscht die Weltinsel. Das ist Eurasien, die Weltinsel. Und wer die Weltinsel beherrscht, beherrscht die Welt. So einfach ist das. Seit 1904. Das war auch schon die Motive der Angelsachsen im Ersten Weltkrieg. Nichts anderes. So. Also, wer über die eurasische Landmasse mit ihrem großen materiellen Reichtum verfüge, beherrscht Mackinder den Planeten. Weitsichtig warnte er, zitiere, in Gegenwart von aufstrebenden Mächten, die auf halben Kontinenten eine breite Basis von Ressourcen aufweisen, wie Russland, würde Britannien nicht noch einmal Herrin der See werden können. Also Mackinder voll in Gedanken einer Seemacht, und das gilt für die Engländer und das gilt auch für die Amerikaner.
Inwieweit nun die USA ihre globale Vormachtstellung geltend machen könne, dozierte Brzezinski am Ende des 20. Jahrhunderts, hänge davon ab, ob sie, zitiere ihn, mit den komplexen Machtverhältnissen auf dem eurasischen Kontinent fertig würden und dort das Aufkommen einer dominierenden gegnerischen Macht verhindern können. Und darum geht es. Es geht um diese gegnerische aufkommende Macht. Und das ist natürlich Russland. Das ist Putin, der nun dämonisiert werden muss. Und jetzt haben wir hier aus Sicht der Amerikaner den Idealfall eines Abnutzungskrieges zwischen den Ukrainern und den Russen. So, also, aber ich finde, was müssen das für Politiker sein, die für ihre geopolitischen Interessen, Machtinteressen, Geldinteressen, einfach Menschen sterben lassen und zu Tausenden, zu Abertausenden ein Land zerstören lassen. Die Menschen, die da dann ihre Heimat verlassen, die fliehen müssen und so weiter. Also ich frage mich, was in diesen Köpfen vorgeht. Nur alleine, weil man aus der Hybris heraus, weil man es kann, denke ich mal. Und dieses Gespinst, diese Machtfantasie nach einer unipolaren Welt, wie die auch aussehen mag. Das ist es. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Herr Effenberger, ich glaube, ich verstehe es nicht, ist, glaube ich, das beste Schlusswort, was man überhaupt finden kann für den heutigen Abend. Begreiflich. Ich muss das Ganze beenden, weil mein Computer bald die Batterie ausgeht. Also, ich bedanke mich sehr, Herr Effenberger, ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie mit uns Ihre Einsichten geteilt haben. Ja. War mir eine große Freude. Ich bin ja nun auch seit Oktober, seit wir uns kennengelernt haben, ziemlich auf die Nerven gegangen, dass Sie unbedingt bei mir mal vortragen sollten. Aber danke, ich bin sehr froh, dass wir das unseren Lesern anbieten können. Ja. Und wir wollen Sie somit herzlichst in den Abend verabschieden mit bestem Dank und wir freuen uns. Klaus aus der Regie, könntest du bitte noch einmal die Bücher des Herrn Effenberg einblenden? Also ich darf mich auch, das wäre ganz wichtig. Herr Bachheimer, bei Ihnen bedanken und natürlich auch bei unseren Gästen. Und es war mir eine große, ich bitte aber um Nachsicht, dass ich hier doch ein bisschen habe improvisieren müssen, weil diesen Condoleezza Rice und Robert Gates Artikel, an dem habe ich erst heute Nachmittag gearbeitet. Also ich habe hier nur die Fragmente rumliegen und ich arbeite noch dran. Der wird also nächste Woche, denke ich, erscheinen bei Apolut. Wird der erscheinen dann am nächsten Donnerstag. Bis dahin habe ich ja noch... Und dann erscheint er daraufhin am Sonntag immer bei uns. Genau. Ja, so ist es. Ja, genau. So machen wir es. Ja. Also ein ganz herzliches Dankeschön. Alles Gute. Und ich hoffen wir, auch, dass diese Pläne nicht aufgehen. Dass sie nicht aufgehen. Hoffen wir, dass das schief geht und hoffen wir, dass es möglichst bald einmal eine Ruhe gibt. Genau. Und dass die Menschen danke vielmals. Frieden leben können. Aufatmen. Ich danke auch. Alles Gute. Dankeschön. Ich wollte mich noch verabschieden von den Bachheimer Lesern. Werte Bachheimer Leser, ich hätte ja ganz gerne mal eine lustige oder eine interessante Sendung, die nicht so ernst ist, aber die Lage ist im Moment derartig interessant, dass wir, so wie heute, wenn man diese Neuigkeiten erfahrt, die alle belegbar sind, lesen Sie die Washington Post, lesen Sie Bachheimer.com, Effenbergers Aufsätze, die an Apolute erscheinen, kommen sonntags zumeist auf meiner Seite auch. Und da kann man alles nachlesen und da gibt es Beweise genügend für diese Theorien, die hier heute aufgestellt wurden. Herr Effenberger ist ein sehr pedantischer Mensch, wenn es um seine Artikel geht, so kann ich Ihnen versichern, dass da nichts ohne Beweise hier abgeliefert wird. Aber wie gesagt, ich hätte ganz gerne mal wieder eine lustige Sendung, aber es sieht im Moment nicht so aus. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Ziehen Sie Ihre Schlüsse aus diesem heutigen Gespräch. Ich bin selbst, obwohl ich Effenberger jetzt gelesen habe, etwas überrascht über die Ernsthaftigkeit der Lage und über die Zielstrebigkeit der NATO, was das anbelangt. Das wusste ich bis heute Nachmittag noch nicht. Und ich wünsche Ihnen trotzdem einen schönen guten Abend
bereiten Sie sich vor auf das, was kommen möge. Und nächste Woche sehen wir uns wieder. Und nächste Woche wird sicher einfacher. Ich verspreche es Ihnen. Tschüss.